das ist Bobby. Und Bobby ist ein riesengroßer Baum. Aber Bobby muss unbedingt beschützt werden, weil er nämlich von riesigen Zombies angegriffen wird. Meine werten Damen und Herren, mein Name ist Roman. Guten Tag. Und wir müssen heute gemeinsam diesen wunderbaren kleinen Freund beschützen. Wir haben nämlich hier oben die Möglichkeit, Blumen auszuwählen und die dann um diesen Baum herum zu platzieren. Wie zum Beispiel hier, dann da, dann nochmal hier und nochmal da. Und diese Blumen müssen tatsächlich erstmal wachsen. Ich muss selber jetzt erstmal noch herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Aber wir können quasi so viele Blumen wie möglich erstmal hinplatzieren. Unser ganzes Geld erstmal verpulvern. Und dann mal gucken, was passiert. Wir sehen nämlich jetzt schon in den ersten paar Sekunden, ne, wachsen hier schon die ersten Blumen so ein bisschen von alleine raus. Ich bin selber gerade... Oh, was? Oh, da sind schon die ersten. Hey, ihr Kleinen, hallo. Oh, die haben alle voll die netten Gesichter. Okay, das Ganze funktioniert im Prinzip genauso wie Plants vs. Zombies. Das ist circa das gleiche, nur anders. Und ich glaube, wenn wir hier jetzt auf diese Bell draufdrücken, dürften eigentlich ding, die Monster kommen. Also, es gibt hier quasi auch Monster. Man kann quasi auch rauszoomen in diesem Spiel. Und man kann tatsächlich, ich glaube, sich sogar so ein bisschen bewegen. Oh ja, schaut mal. Also, das wird jetzt interessant. Von wo kommen denn die? Da! Ein Zombie! Los, meine Blumen, greift an, bitte! Oh mein Gott, dieser Sound ist richtig nice. Okay, die Musik ist mir doch ein bisschen zu heftig. Die ist mir ein bisschen zu aufbrauschend gewesen. Ich will lieber meine eigene Musik. Und wir haben gewonnen übrigens. So, wir können hier das Geld auch aufsammeln, bekommen dann den... Was, wir haben 1610 Dollar bekommen? Alter, wie viel Geld bekommt man hier? Also, wir haben dann hier auch noch Bramble. Da steht dran, Bramble sind sowas wie Dornen, glaube ich. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Dorne hin platzieren. Ah ja, guck mal. Können wir hier quasi wie so einen kleinen Schwall bauen, so, über den man drüber laufen muss quasi. So, machen wir hier nochmal einen weiter. Wird ein bisschen... breit sein, aber dafür sicher, ne? Das Ding muss sicher werden. Oh, jetzt habe ich den da falsch platziert. Warte mal, ich gehe mal hier nochmal da so entlang. Und guck mal, kann man jetzt hier mit der Schaufel, wenn man was falsch platziert hat, klickt man drauf und BÄM! Hat man das Ding einfach weggemacht. Okay, gut. Ich hoffe mal, dass das jetzt immer noch reicht hier von der Schützung her. Wenn die jetzt natürlich von unten rechts kommen, habe ich ein riesengroßes Problem. Okay, nächste Runde. Bitte nicht von unten rechts. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte kommt von oben oder so. Da, guck mal, die kommen bestimmt von oben, oder? Die kommen doch bestimmt... Nein! Sie kommen von unten rechts! Okay, das ist natürlich... Oh Mann, ist das eine schrottige Situation. Vielleicht hätte ich erst die Gegner rufen sollen und dann erst die Drone platzieren sollen. Naja, okay. Ich hoffe einfach mal, dass die Armada an meinen kleinen Blumen das hinbekommt. Die scheinen... Oh, doch! Es kommen doch welche von oben. Guck mal. Die laufen aber auch in die Dornen rein und haben dann dementsprechend auch Schaden, den sie davon tragen. Schönes Ding. Jawohl. Jawohl. Schön. Hier nochmal ein bisschen Geld einsammeln. Oh, guck mal da oben. Da ist der letzte nochmal. Oh Gott. Okay, das war jetzt schon sehr knapp. Ich muss sagen, es war auch gut, dass wir jetzt da die Dornen da hatten. Ich würde aber sagen, wir brauchen auf jeden Fall hier doch nochmal ein paar mehr von den kleinen, guten, alten Blümchen. Guck mal, auch hinterm Baum kann man so ein bisschen platzieren. Und dann sind wir erstmal safe. Aber bis dahin erstmal die nächste Runde. Ich bin ein bisschen gespannt. Es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 andere Items. Ich möchte gerne alle Items mal herausfinden und gucken, was die denn so machen können. Und guck mal, jetzt finde ich gerade unsere Aufstellung eigentlich ganz gut. Wir haben einen glücklichen Baum in der Mitte. Er hat 100 Leben. Er hat übrigens auch 3 goldene Flaggen. Ich weiß nicht so ganz richtig, was die goldenen Flaggen bedeutet. Ich glaube, die goldene Flagge bedeutet, dass wir in Runde 3 sind. Und das könnte wahrscheinlich richtig sein. Und wir haben jetzt insgesamt schon 20 Kills gemacht. 21, 22 und eine Menge Kohle, die wir hier einsacken können. Ui, da kommen seitlich nochmal ein paar von... Oh, was? Eieiei, da kommen ja noch richtig viele. Und einer von oben. Okay, also, das ist ja heftig, wie viele da tatsächlich reinkommen. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Also, die Kollegen hier schießen da lang. Die anderen Kollegen schießen hoch. Und von links kommen jetzt recht viele. Da stehen jetzt immer noch so Totenköpfe. Ich glaube, das bedeutet, dass da gleich noch mehr kommen. Ich hoffe mal nicht. Gehe hier mal rein und nehme hier nochmal ein bisschen die Kohle mit. Na, von unten. Von der Seite. Was? Das ist alles noch dieselbe Runde? No way. Okay, da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Schieß drauf, meine Kleinen. Schieß drauf. Attacke. Los, greif sie an. Schießt, meine Süßen. Schießt. Schießt, so viel ihr könnt. Eieieiei. Oh. Also ich muss schon sagen, das sind schon viele, die da kommen. Das war jetzt Welle 3. Wir hätten eigentlich hier noch eins mehr nach außen bauen sollen. Mache ich nochmal ganz kurz. Kriegen wir dafür... Oh, wir kriegen sogar das Geld zurück. Toll. Einfach toll. So, dann können wir hier nochmal einmal so runterziehen. So. Und dann hier nochmal. So.
So, oh, nach Wave 5 können wir tatsächlich hier schon die nächste Attraktion nutzen, ne? Wave 10, 15, 12, oh, Wave 12? Guck mal, das hier wird einfach nach Wave 15 freigeschaltet und das daneben wird bei Wave 12 freigeschaltet? Hä? Naja, Wave 17. Okay, das heißt 17 Waves müssen... Oh Mist, ich hab ganz vergessen, das Geld da aufzuheben. Wave 17 müssen wir maximal schaffen, aber ich glaube mal, das kriegen wir hin. Wird auf jeden Fall hier nochmal ein paar kleine Blümchen hinplatzieren, so dass wir da nochmal ein paar, ein bisschen mehr Action haben können. Und selbstverständlich noch ein paar mehr Dornen nach außen hin platzieren. Immer in so einem kleinen Abstand von einem Block. Oh, was? Oh, no. Nein. Nein, 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 nein. Das könnt ihr nicht machen, Mann. Das könnt ihr nicht machen. Die greifen jetzt meine Blumen an. Die greifen einfach meine Blumen an. Was ist das? Oh, der hat meine Dings kaputt gemacht. Hört auf. Hör auf. Die machen... Ey, wer hat sich die denn ausgedacht? Der hat mir einfach eine Blume gerade umgebracht. Okay. Das sind einfach so Viecher, die einen angreifen können. Ist doch nicht dein Ernst. Also die normalen finde ich ja in Ordnung, aber die, die so husten können... Oh, ich möchte keine Hustenden. Wir müssen denen mal ein bisschen Hustensaft kaufen, ne? Damit die aufhören, die ganze Zeit zu husten. So, neue Pflanze unlocked. Oh Gott, was haben wir denn da? Die Hedgewall. Oh, okay, okay, okay. Wir haben hier eine Hedgewall. Das bedeutet eine Hecke für $250. Und sie kann nicht angreifen. Die ist quasi wie so ein Schutzschild. Interessant. Und guck mal, ich platziere mal hier eine hin. Da eine mal hin. Da eine hin. Und hier mal hin. Okay? Und in der Mitte sind dann weiterhin meine guten alten kleinen Pflanzen. Alle ordentlich verteilt. Guck mal, hier ein, zwei. Dann vielleicht hier nochmal eine zweite hin. So. Und dann nochmal... Soll ich noch eine weitere Hecke hin platzieren? Komm, da nochmal eine Hecke hin. Und hier nochmal eine. Oh! Die eine ist sogar schon gewachsen. Was? Hey, die sehen so aus, als ob das... Wenn du da so ein Creeper-Gesicht drauf machen würdest... Kling, sehen die aus wie so eine Creeper-Pflanze, oder? Oh mein Gott, das erinnert mich voll an Minecraft. Müssen aber jetzt mal in die nächste Runde mal wieder gehen, obwohl ich nicht möchte, aber wir müssen. Und checken mal aus, was unsere Creeper-Pflanze jetzt eigentlich kann. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das mit der Defensive funktioniert und ob das vielleicht mit den Hustenden zu tun hat, sodass... Oh, doch, tatsächlich. Also, die Hustenden husten tatsächlich vorerst auf unser Schild drauf und das Schild nimmt dann sozusagen den Damage auf. Okay, das ist aber eigentlich voll in Ordnung, würde ich mal sagen. Das heißt also, außenrum haben wir dann die Dornen und dann innen haben wir auf jeden Fall unsere Schildblöcke, sodass jeder Hustende, der vorbeikommt, uns auf jeden Fall erstmal nicht treffen wird, okay? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mal eine gute Idee. Und wir müssen hier mal nur die ganze Kohle aufsammeln. Moneten, Moneten über Moneten. Gib mir die Moneten, Mann. Oh yeah. Okay. Oh, und da sind auch nochmal Moneten. Immer auf den Boden gucken, Leute, beim Spazierengehen. Weil da auf dem Boden liegt manchmal mal Moneten. So. Oh, dann nochmal einen Cent. Denn wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. So. Da nochmal und da nochmal hin. Ah ja, guckt euch das an. Guckt die Hustenden. Haha, jetzt können die nicht mehr einfach nur meine Pflanzen angreifen, sondern greifen jetzt immer die Hecken an. Aber das Ding ist so, kann man irgendwo sehen, wie viel Leben die Hecken haben? Wave complete! Es war Runde 7. Wir können eigentlich schon direkt in die nächste Runde wieder reinsteigen. Ne? Und ich würde sogar sagen, wir füllen nochmal mit Pflanzen auf. Ich glaube, wir machen mal hier in der Mitte... mal ein paar mehr Blumen rein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da nicht theoretisch nochmal was anderes kommen wird. Also explizit auf Dings bezogen. Ups. Oh Gott, das Geld, das Geld. Oh Gott. Oh, da, das ganze Geld. Oh, ich muss das ganze Geld aufheben, sonst verschwindet es. Es blinkt dann immer so. Also, ich habe irgendwie gerade nachgedacht, eigentlich überall jetzt Blumen in die Mitte zu machen. Oh, nein, da ist gerade ein Busch gestorben. Oh Gott, schnell wieder den Busch hin platzieren. Eieiei, mir ist gerade ein Busch weggestorben, Leute. Ah! Meine Überlegung ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit überall hin diese Blumen hin platziere in der Mitte, bleibt mir ja gar kein Platz mehr für andere Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel doch nochmal bei Runde 10 oder sowas eine neue Waffe freischalte, wo soll ich die denn dahin hin platzieren? Dann muss ich ja die ganzen anderen Blumen wieder wegmachen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, bekommen wir eigentlich unser gesamtes Geld zurück, wenn wir etwas weggraben? Okay, guck mal. Ich gebe jetzt 100 aus, habe 1461. Jetzt grabe ich wieder zurück. 1400. Nee, man kriegt, glaube ich, nur die Hälfte zurück. Okay, man kriegt nur die Hälfte zurück. Ganz schön mies. Mies. Jetzt diese frischen Dornen, die ich hier platziere, ne? Die sind viel, viel dünner
Und die Außen, die wachsen auf jeden Fall schon hoch. Das heißt also, desto länger ich die Dornen wachsen lasse, desto besser. Nur frage ich mich, werden auch die Büsche noch wachsen oder bleiben die Büsche so? Ich platziere mal hier unten noch welche hin. Aber schaut euch das an, inzwischen läuft es richtig gut. Wir können hier die ganze Kohle einstecken. Hier noch ein bisschen Geld einsammeln, da noch ein bisschen Geld einsammeln. Oh, wir haben jetzt übrigens 3000. Das bedeutet für mich, nochmal hier ein bisschen Spitzen nachspitzen. So, hier wird nachgespitzert. Wird der Busch noch weiter wachsen? Ich glaube, ich werde mal bei einem Busch links und rechts die Sachen mal entfernen, um einfach nur mal herauszufinden, ob der Busch vielleicht... Was ist das? Oh, nö. Was? Nein, 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 nein. Das sind Schlucker. Die schlucken die Sachen weg. Oh, oh. Habt ihr die gerade gesehen? Oh mein Gott, die sehen richtig gruselig aus. Die haben so einzelne Hörner. Schnell wieder nachwachsen. Oh, nö. Okay, okay, okay. Ich muss hier unbedingt Dornen rausgraben. Oh, das war gerade eine miese Runde. Okay, Leute. Erstmal hier mal kurz das ganze Geld einsammeln. Oh, Leute. Das war gerade hart. Das war gerade hart. Wir haben einfach... Was? So schluckende Dinger da gehabt? Okay, wann... Okay, ab Stufe 10. Nächste Runde. Wir müssen diese Runde hier einfach nur noch überleben, Leute. Dann kriegen wir quasi das, was wir wollen. Und zwar unsere nächste Blume. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir müssen nur hoffen, dass wir jetzt diese Runde... Oh, da Geld! Oh, zum Glück habe ich es noch aufgehoben. Oh, no, no, no. Hör auf zu husten. Nimm doch etwas Hustensaft, bitte. Oh. Da! Jo, der hat einen längeren Kopf bekommen. Der hat aber einen längeren Kopf bekommen. Ich hab's gesehen. Ich glaube, es macht Sinn, außen doch nochmal hier 1, 2, 3 Blumen mal wegzubauen und an diese Stellen so Büsche hinzubauen. Ich weiß, das macht jetzt wahrscheinlich weniger Sinn am Anfang, aber die Büsche brauchen richtig lange, um zu wachsen. Das heißt, wir müssen also schon in die Zukunft planen, was wir machen wollen. Oh Gott, ist hier viel Geld. Wir werden jetzt auf jeden Fall in der Mitte ebenfalls neue Büsche platzieren. Das heißt, ich nehme mal hier, hier und hier ebenfalls nochmal Sachen raus und platziere hier nochmal 3 Büsche hin. So, und das Gleiche mache ich aber jetzt hier auch bei jedem zweiten. So, da kommen jetzt auch Büsche hin. Busch, Busch, Busch. Und dann haben wir quasi in der Mitte dann auch nochmal Büsche und die haben mehr Zeit, um nochmal größer zu wachsen. Die werden dann auch nicht so oft sterben. Und ich glaube, das wird es ausmachen. Oh! Oh mein Gott, die haben einfach gerade wieder meine Büsche dort gegessen. Hört auf, meine Büsche zu essen. So, die inneren Büsche müssen auf jeden Fall... Ich möchte die gerne auf 3 hochsehen. Das wäre so nice. Oh Gott, da ist was Neues. Die Missile Bell fires anti-air homing projectiles at flying enemies. Cannot attack ground enemies. Oh, okay, okay. Die Missile Bell. Oh Gott, Leute. Das ist etwas, was fliegende Gegner abwehren kann. Naja, und dann können wir hier unsere... Lilanen platzieren, die dann die fliegenden Objekte angreifen. Diese Lilanen, die wir jetzt dahin platziert haben, die greifen quasi nicht Gegner auf dem Boden an, ne? Die greifen nur fliegende Gegner an. Das Ding ist, ich habe noch nie fliegenden Gegner gesehen. Oh, da sind sie! Das sind die fliegenden. 4 neue, die da jetzt kommen. Wie sehen die aus? Das ist hier so ein fliegender, tropfender. Und er kann über die Dornen drüber fliegen. Oh, aber da sind unsere Abwehr-Missiles. Da werden die Raketen ausgeschossen, Mann. Krass, die normalen Blumen können wirklich gar nichts gegen die machen. Okay, nice, dass wir hier gewonnen haben. Wir haben jetzt auch wieder 8000 Dollar. Aber man kann einfach nichts mehr ausgeben. Okay, wir sind jetzt gerade bei Runde 12 gelandet. Und wie ich vorhin erzählt habe, Runde 12 ist tatsächlich ein neues Item. Wir haben nämlich sowas wie Dünger gewonnen. Wir können damit die Stärke von unseren Pflanzen für einen kurzen Moment damit erhöhen. Und das ist etwas, was ich gerne ausprobieren möchte. Wir gucken mal. Zum Beispiel kommt da jetzt oben einer. Und ich würde jetzt hier mal die Pflanzen erhöhen. Okay, damit können jetzt die Dornen hier ein bisschen stärker werden. Oh Gott, aber das kostet sehr viel Geld. Schau dir das mal an. Guck mal, die laufen jetzt da rein und die sterben, glaube ich, sofort. Kann das sein? Ui! Okay, ich werde jetzt mal auch zum Beispiel hier unsere Blumen ein bisschen stärker machen. Die wackeln dann und glitzern. Ui! Okay, ich gebe mal allen Pflanzen ein bisschen mehr. Ui, ui, ui. Okay, okay, okay. Ich frage mich aber, wie lange das anhält. Ist es nur eine Runde oder ist es mehr? Wow, hier liegt so viel Geld. Das ist abgefahren.
Hält das dann nur für eine Runde oder ist es dann für mehrere Runden, frage ich mich jetzt gerade. Weil 225 ist schon richtig teuer, aber scheint zu funktionieren. Wir gucken auch nochmal, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine von diesen Hecken jetzt sozusagen upgraden. Ne? Upgrade! Leuchtet auch einfach nur. Okay. Das heißt also, der Dünger ist schon gar nicht so ein schlechtes Item. Muss ich schon sagen. Ich würde mal sagen, dann gucke ich mal, dass wir uns jetzt mal Richtung 15 bewegen, ne? Und gucken, was wir da für ein gutes altes Item freischalten. Was vielleicht noch interessant ist, wir werden mal den Dünger nun auf die Raketendinger mal drauf machen. Und gucken mal, ob die jetzt schneller schießen. Und sie schießen viel, viel schneller. What? Aber man sollte niemals safe sagen, wenn man sich nicht 100% sicher ist. Deswegen, ich würde es noch nicht sagen. Weil außenrum muss ich schon sagen, meine ganzen Büsche sind jetzt gerade alle gestorben. Und ich musste sie jetzt alle nochmal nachpflanzen. Ne? Deswegen lasse ich die jetzt mal in der Pause nochmal kurz aufwachsen, währenddessen wir uns das neue Item ansehen. Und zwar Rocket Plant. Oh mein Gott, was? Das ist einfach eine Raketenpflanze. Leute, das ist was für uns. Okay, ich würde mal eine hier wegmachen, eine da wegmachen und dann platziere ich mal da eine Rocketpflanze hin und da ist eine Rocketpflanze. Und da würde ich vielleicht nochmal an den Ecken hier nochmal welche hinmachen. Also mache ich nochmal kurz hier eine weg. Da oben kann ich auch nochmal eine wegmachen und dann hier nochmal eine. Und dann kommt hier Pam und Pam und Pam. Ja, also es kann eigentlich, ich glaube, es macht einfach nur richtig viel Schaden. Wir gucken uns das mal an. Wir lassen mal die Glocken wieder läuten, ne? Holen mal hier unsere Bonussachen mal wieder raus. Machen hier mal wieder ein bisschen Bonus überall rein. Und das sind sie übrigens. Das sind die Raketenpflanzen. Sie sind einfach ausgewachsen. Yo! Was? Ja! Okay, wir brauchen viel mehr davon. Oh, was? Okay, warte mal. Oh, okay, ich verstehe, Leute. Wir müssen. Ich gebe mal den Raketendingern auch mal einen Bonus, dass die hier mal ein bisschen besser arbeiten, ne? Die müssen sozusagen immer wieder wachsen, damit die überhaupt eine so eine Rakete abschießen können. Oh, okay. Gut, wir lassen mal alles außen ein bisschen so anwachsen. Eieieiei. Okay, ich habe gedacht, die können die ganze Zeit schießen, aber die müssen immer erst wachsen und dann erst geht's los. Uiuiui, liegt da viel Geld. Uff. Huhuhu. Muss man alles hier aufsammeln, du. Meine Güte. Geld liegt auf der Straße. Geld liegt auf der Straße. Das ist schon abgefahren. Also, ich habe ehrlich gesagt gedacht, die sind dann doch ein bisschen brachialer. Und ich glaube, wenn wir nur die hätten, hätten wir ein kleines Problem. Die Idee ist, dass ich die Raketen so weit innen wie möglich platziere, sodass erst, wenn Gegner sich gruppiert haben, in der Mitte vom Spielfeld, dass sie dann erst schießen. Weil wenn die Raketen zu weit außen sind, dann werden die sofort schießen, sobald sie den ersten Gegner gesehen haben. Und das ist, glaube ich, nicht so nice. Deswegen platzieren wir das hier eben kurz um. Das heißt also, ich möchte die Raketen eher 1, 2, 3 hier, 1, 2, 3 da haben. Wir werden jetzt gleich sehen, dass wenn die Gegner jetzt in der nächsten Runde wieder kommen, werden die jetzt erst später losschießen. Hoffe ich mal. Also, ich denk's mal. Also, wird schon klappen. Oh, nö. Das sieht gar nicht gut aus. Gerade schießen extrem viele Raketen unnötig. Oh, nein! Nein, Raketen! Ihr habt alle unnötig weggeschossen. Oh mein Gott, da haben gerade drei Raketen in dieselbe Richtung geschossen. Okay, das war nicht so stau. Übrigens, was ich auch interessant finde, wir haben über 1200 Gegner hier einfach schon besiegt. Und wir sind jetzt übrigens schon bei Runde 17. Und wenn wir diese Runde jetzt schaffen sollten, kriegen wir einfach unser letztes Item. Oh, oh, mach mal da ein bisschen was hin. Oh, wow, okay, warte mal. Ich muss mal alles hier oben mal upgraden, ne? Damit hier auf jeden Fall alle mal kurz schießen können. Was ist denn das für ein Gegner? Oh, oh lol, wir haben ihn schon besiegt. Ich habe kein Geld mehr. Naja, also ich glaube, das dürfte klappen. Weil guck mal, alles auf dem Spielfeld ist gerade am Leuchten. Ich denke mal, das dürfte klappen. Alter, ist der langsam. Alter, der sah ja viel schlimmer aus, als er eigentlich war. Und jetzt haben wir Instagrow. Oh, okay. Damit können wir einfach mit 400 Dollar eine Pflanze auf ihrem Maximum sofort wachsen lassen. Maximum. Maximum? Maximum? Maximum. Oh, okay, okay, okay. Das ist also das letzte Level. Wir können damit quasi wirklich, immer wenn die geschossen haben, gleich wieder draufdrücken. Und damit werden die sozusagen sofort wieder wachsen. Okay, und damit können wir jetzt die ganze Zeit Raketen schießen, ne? Also quasi Geld ausgeben und Raketen schießen. Oh, das ist ja abgefahren. Okay, das ist schon... Boah, ist das krass. Meine Güte. Aber da geht einem sehr schnell das Geld aus, muss ich schon sagen. Okay,
Das, meine werten Damen und Herren, war das letzte Level. Ich finde dieses Spiel sehr cool. Ich mochte Grow Your Garden sehr. Ich mochte auch diesen Baum einfach in der Mitte sehr. Das ist einfach ein netter, freundlicher Baum. Das Spiel ist sehr laut, muss ich sagen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.